Hallo zusammen, ich habe so einen Einspeiseinverter, den wir hier selber zusammenbauen und habe ich schon ein paar Videos gemacht darüber und jetzt hatten mich immer Leute gefragt, wir möchten einen, der mehr Leistung hat, 100 Watt oder sogar ein bisschen mehr zum Einzuspeisen. Dieser kann nur 50 Watt, 45 Watt, je nach Spannung von der Batterie. Der geht auch hoch bis zu 60 Watt. Und das Ziel war einfach, steckerfertig. Wir haben zwei, drei Versionen. Einer hier mit den O-Ringen, den kann man hier direkt draufhängen. Oder mit dem Zigarettenanzünder, wenn man so eine Powerstation hat und die entladen möchte. Und hier einfach auf der Seite einstecken. Aber es geht jetzt nicht um diesen Wechselrichter, sondern mein Entscheid dazu, ob es einen größeren gibt. Zuerst schaue ich mal, gibt es was Fertiges auf dem Markt? Jetzt habe ich hier zwei solche Wechselrichter. Das ist der eine hier, der kommt eBay, habe ich den gekauft, kostet um die 150 Euro. Habe ich gesagt, teste ich mal, will ich mal probieren. Da gibt es Video über diesen Wechselrichter, das ist kein Thema. Ich kann da umstellen auf die Batterie, 12 Volt Batterie, und kann dann die ins Netz entleeren. Jetzt auf der Batterie, wir haben 12,3 Volt und wir ziehen etwa 17 Ampere. Das sind dann 220, 219 Watt, was hier über diesen Wechselrichter rausgehen ins Netz. Und jetzt hat das so ein tückisch mit dem auf den Kopf stellen. Wir sehen hier, der Verbrauch, oder nee, die Einspeisung ist 190 Watt. Das ging jetzt zurück, vorher habe ich eingestellt auf 200 und somit habe ich hier einen Wirkungsgrad von etwa 90%. Das ist okay. Unserer sollte mehr haben, gemäß dem Hersteller der Platine. Da sollte ich auf 90, 91, 92% kommen. Reell, wir sind drunter. Habe ich ein Video gemacht, nur steckerfertig klein für 50 Watt. Hier kann ich jetzt regulieren, 100 Watt oder 50 Watt, 100 bis zu 200 Watt hoch. Ich sag mal, das Teil gibt es, das kann man kaufen, kann man bestellen. Es hat keinen Sinn, wenn ich jetzt sowas selber baue. Ich kann eigentlich den brauchen anstelle von dem. Da, ich muss ein Kabel haben, elektrisch anzuhängen, überhaupt kein Thema. Also es wird kein Wechselrichter von mir kommen, der das erfüllt. Ich habe ein Video gemacht, das verlinke ich euch in der Endcard. Ich habe vier Testanlagen laufen, weil ich will ja wissen, was so ein Balkonkraftwerk übers Jahr bringt oder in welcher Zeit. Die vier Anlagen laufen jetzt und die eine hat 1500 Watt Solarleistung. Das kann ich ja gar nicht einspeisen. Also das heißt, ich speichere in der Batterie und gebe es dann dosiert ans Netz ab, circa mit 400, 500 Watt. Und hier habe ich diesen Wechselrichter eingebaut. Der läuft aber nicht auf 12 Volt, der läuft auf 24 Volt, den gibt es nicht auf 12 Volt. So habe ich einfach zwei Batterien nebeneinander und ich speise das so ein. Wie das funktioniert und was da kommt, weiß ich noch nicht. Aber dieser Wechselrichter, wenn ich jetzt mit 500 Watt, ich kann den regulieren, das ist auch kein Thema, ich kann da auch nur 300 Watt einspeisen. Nur die Frage ist, wie viel ist der Eigenverbrauch bei mir? Jetzt hier in der Firma ist er prinzipiell unter Tage höher, als das Ding leistet. Also ich kann im Prinzip immer Volllast einspeisen.
Aber bei einem Privathaushalt ist es ja so, oder bei einer Wohnung, je nachdem wo ihr seid, dass wenn ihr nicht zu Hause seid am Mittag, dass da im Prinzip vielleicht der Kühlschrank läuft mit 50 Watt, dann noch ein Internetrouter. Aber der Kühlschrank kann ja wieder ausschalten. Das heißt, dass ihr da irgendwie mit 200 Watt oder 300 Watt reindonnert, ist unter Umständen zu viel. Also das heißt, ihr verschenkt die Energie an den Netzbetreiber, wenn ihr keinen Zähler habt, der zurückläuft. Das ist ein anderes Ding. Brauche ich also solch einen Limiter? Diese Zange hier, die kann ich theoretisch aufmachen. Ne, geht nicht von Hand, brauche einen kleinen Schraubenzieher. Die geht um die Zuleitung vom Haus, beziehungsweise am Hauptkasten, da muss ich dann einen Hauptelektrokasten hin, zum Wissen, wie viel Strom brauche ich. Und so kann ich dann limitiert einspeisen, genau das, was ich brauche. Wie das rauskommt, mache ich sicher ein Video. Ich werde das Teil jetzt definitiv noch montieren. Ich habe es jetzt auf Volllast drin, weil ich brauche den Strom sowieso. Aber hiermit wollte ich eigentlich kurz sagen, dass es für diesen Einspeiseinverter nicht eine größere Geschichte gibt. Es bleibt bei diesem 50 Watt Einspeiseinverter. Die Daten, die verlinke ich euch von dem in den Kommentaren. Die Frage, ob es einen größeren gibt. Nein, können wir nicht machen, ist zu teuer. Und die zwei werde ich euch auf dem Laufenden halten, was man damit machen kann. Ich weiß nicht, aussieht mit Zertifizierungen und so weiter und so fort. Hier das Video von den Balkonkraftwerken, die jetzt bei mir laufen, die ich zu Testzwecken aufgebaut habe. Und hier unten ein Video über diesen Einspeiseinverter. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.